runterfallen lassen? Hä? Das ist Arbeitsverweigerung, Horst. Hä? Warte mal. Also. Okay, wir waren dabei, alles irgendwie... Okay, wir müssen ganz dringend... Ganz dringend müssen wir Geld verdienen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen ganz dringend Geld verdienen. Ich kann mir ja nichts leisten. Oh mein Gott, Käse. Ist das Käse? Ah. Haben wir überhaupt noch Käse? Haben wir Käse? Käse? Ich helfe ihm mal. Hallo? Hallo, Horst? Hallo, hallo, hallo? Auf nach Wuppertal. Vielleicht gibt es da ja auch coole Sachen. Also so Mordfälle und so, dass man da irgendwie was ermitteln könnte. Alles leer ist wirklich schlimm. Also, er füllt irgendwie auch ganz komisch auf nur. Haben wir Reis? Also wir bräuchten Reis, Käse auf jeden Fall 10-mal gefühlt. Reis 20, okay, das wird erstmal reichen. Das wird erstmal reißen. wartet. Also ich brauche auf jeden Fall, ich nehme mal so 6 Käse. Hä, warum haben wir, was? Warum? Warum haben wir so viel Zeug? Warum habe ich so viel Zeug im Warenkorb? Naja, gut, das wird schon einen Grund haben. Hab ich bestimmt mit Absicht gemacht. Rainer Sturm war ein deutscher Serienmörder, der 2 Frauen in Wuppertal ermordete. Ja, aber das ist ein bisschen wenig, oder? Also... Ich glaube, wir haben Käse. Warum hat er... Nein, ich meine nicht, dass er zu wenig umgebracht hat. Also ich meine, dass... Also wie komme ich da jetzt wieder raus? Salz ist günstiger geworden, verdammt. Hallo, hallo, danke, Entschuldigung. Ja, das geht schon. Schilder vom Test dran. Ja. Ich lasse das jetzt erstmal und hoffe, dass wir das gleich sauber machen können noch. Wie viel Geld brauche ich? Okay, kaufen. Wo ist mein Käse? Ist das Käse? Das ist nicht Käse. Ist das Käse? Das ist Käse. Okay, ich versuche es mal. Ich versuche es mal sauber zu halten. So. Hey! Nimm nicht den Käse aus der Hand. Weg. Ob es Wuppertaler Käse gibt, weiß ich nicht. So, Mehl. Mehl kommt dahin. Das Regal ist voll. Bei 10 Stück. Das ist aber nicht cool. Warte, ich pack's. Ich pack's dahin. Ach, das sind mehrere Kartons. Ach so. Ach so. Excusez-moi. Warte, dann packe ich erstmal das dazu. Wo haben wir rotes Mehl? Rotes Mehl haben wir gar nicht gerade. Kann das sein? Dann kommt das rote Mehl einfach unter das blaue Mehl. Haben wir Mehl bestellt? Rotes? Das Kaffee. Über die Wupper gegangen sind. Wow. Entschuldigung, Sir. Könntest du mal nicht alles aus... Der klaut mir alles weg. Ein Dost. Haben wir den da hingeräumt? Nö. Wo packe ich jetzt den Dost hin? Ach, da. Hab den Dost weggepackt. Da sind die Noodles. Das ist voll. Das ist blöd. Das ist sehr blöd sogar. Ich pack's mal so hin. Ich habe kein Geld. Du hast kein Geld wert. Den Mann mit dem roten Mehl bestellt. Was? Was? hier. Regal ist voll. Wir brauchen wirklich, glaube ich, dann pro Produkt ein Regal irgendwann. Das ist schlimm, aber es muss, glaube ich, sein.
Ich wüsste gern, wie das Kleine aussieht. Naja. Also ich brauche rotes Mehl und Käse. Und Spaghetti. Rotes Mehl, Käse und Spaghetti. Rotes Mehl. Käse. Und Spaghetti. Spaghetti. Was das wieder alles kostet. Schlimm, ne? Ach ja. Aber was tut man nicht alles für die Kunden? Die guten Kunden. Hey. Hugo. Horst. Nee, wie heißt er denn jetzt? Ich kann mir das nicht merken. Er hat viele Namen. Der Mann mit den vielen Namen. Ich würde gern wieder an die Kasse gehen. Das ist langweilig so. Ich will lieber Kunden bedienen. Herbert war der Kassierer. Genau. Herbert ist Kassierer. So. Nein. Weg. Käse braucht halt eigentlich nicht so viele, aber... So. Im Guten ist... im Guten. Im Dunkeln ist gut munkeln, aber es reicht jetzt. Oh. Oh, ja, Kasse. Hallo. Hallo, ich bin hier. Ah, endlich. Endlich wieder. Ach, Sie sind mein erster Kunde heute. Dankeschön. Und gleich 72 Euro, das ist sehr gut. Dankeschön. 30, 50. Wiedersehen. Arschloch. Entschuldigung. Bitte nicht ganz mit dem schnellen Piepen. Bei mir piept's wohl. Also, manche Kunden sind dreist. Dankeschön. Sie sind natürlich nicht so dreist. Sie sind toll. Wundervoll sind sie. Hier 10 Euro zurück. Sehr gut. Dollar, Entschuldigung. Ja, sie gefallen mir auch sehr gut. Sie sehen heute wundervoll aus. Das Rot steht ihnen ganz besonders gut. Ich hätte gern mal einen Hunderter. Mehl und Eier, backen sie. Da fehlt noch Muich. So. Also. Danke. Das sieht schon besser aus. Oh, Salz geht auch aus. Mulch für drei. In seinem Fuckspace. Wow. Vielleicht haben wir noch Salz. Hä, wir haben so viel Salz. Warum füllt er denn das Salz nicht auf? Ich helfe dir mal, ne? Hä? Jetzt kannst du bitte da hoch. Noch eins. Nein, jetzt. Mann. So ist höher. Wir haben nicht mehr so viel, Leute. Also wir brauchen auf jeden Fall Kaffee. Ich würde vielleicht sogar 4 nehmen. Dann würde ich nochmal 2 Mehl. Süßü wäre gut. Spaghetti. Nudeln, Spaghetti, Milch. Nudeln, Spaghetti, Milch. Nudeln, Spaghetti, Milch. Nudeln, Spaghetti, Milch. Ich mach noch Nudeln, Spaghetti, Milch. Okay, passt. Mach schneller. Wie viel kostet denn so eine... Nee. Wie viel kostet denn so eine Erweiterung? 800. Es tut mir leid. Nein, es ist immer noch... Warum? Hä? Nein, es geht in die Richtung. Warum denn? Hä? Ach du heilige Schande. Bis gleich, Dominik.
toll. Naja, gut. Naja. Das heißt, wir können ein bisschen mehr lagern. Schwierig. Naja. Warum in die Richtung? Wirklich, wer kommt auf die dumme Idee? Ich hätte gern die Tür. Soll ich ihn einfach noch auffüllen lassen? Ich meine, er macht das so schön. Bei der nächsten für 1200, Ich wollte eigentlich Produktlizenzen, aber das Problem ist, dann ist mein Lager ja noch leerer. Ich komme langsam nicht mehr hinterher. Das ist alles ein bisschen viel. Danke, Alicia. Das ist sehr wichtig. Das, also, warte mal. Das könnte ich auch vielleicht einfach mal kurz wegpacken. Ich meine, das brauchen wir gerade ja noch nicht. Ich stelle es mal hier in die Ecke. Ah, wie machen wir das als nächstes? Wo würde ich die nächsten Regale hinpacken? Also wir könnten vielleicht einen Ticken nach hier ziehen. Damit wir dann hier noch so ein Eckregal hinbekommen. Aber ihr wisst nicht. Ich könnte natürlich auch einfach gleich hier ein Eckregal hinmachen. Was sagst du? Horst? Was sagst du? Er ist nicht so gesprächig. Willkommen zurück, Dominik. Also ich könnte das natürlich mal hier hinstellen. Also hier könnte ich ja... Also hier könnte man so schön so die Theke hinstellen, oder? Also wenn wir hier so ein Eckregal machen würden, ist zwar eng, aber eigentlich müssten wir da ein bisschen enger werden. Ich bereite schon mal vor. Weil dann hätten wir einfach doppelt... Also dann wäre es einfach die Breite, es müsste ja gehen. Ich meine, hier den Platz würde ich lassen, einfach wegen Anstellen. Aber ab da wird es jetzt eng. Hast du es bald? Ich glaube, ich mache nächsten Tag und dann helfe ich ihm ein bisschen. So. Nudeln und Wasser. Wartet mal. Nudeln, Wasser. Wow. Nudeln, Wasser. 3,50. Sehr gut. Hallo. Warte. Irgendwie fand ich meine... Irgendwie mochte ich das... Kann ich das einfach... Kann ich das einfach... Nein, das geht nicht. Gut, ich lasse es da. Markt bestellen. 16 Dollar habe ich noch, sehr gut. So, ich gucke jetzt mal, ob ich hier irgendwas auffüllen kann. Und helfe ihm einfach mal. Mehl. Mehl ist da. Hallo, hallo, tschüss. Spaghetti. Spaghetti sind auch voll. Spaghetti sind da. Dann Noodles. Ah, das ist nicht voll. So. Der PC ins Lager. Das ist auch eine gute Idee. Ja, 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 guter Punkt. Warte, das gucken wir dann, wenn ich das hier fertig habe. Kaffee. Kaffee ist auch nicht voll. So. Ich glaube, wir hatten aber auch gar keinen Kaffee mehr. So, Kaffee. Muich. So. Gut, voll. Boah, das ist hier so eng, das kotzt mich an. Können wir noch eine Erweiterung haben? Ja, Alicia, hatten wir auch ganz oft. Einfach neu starten. So, das hatten wir gestern ganz viel. Erweiterung erweitern, ja. Das war also den Typen eingestellt und schon war verbuggt. Das war kein gutes Zeichen, aber also heute sieht es besser aus.
Und seit dem Neustarten war es ja auch dann in Ordnung, nenne ich es mal. Ich finde die Türen zu unbreit. So, dann wollte ich jetzt gucken, wegen das da rein. Wobei ich halt, also, es würde gehen, aber eigentlich, also das würde ich wahrscheinlich eher später machen, sobald wir wirklich Regale voll haben. Jetzt gucke ich ja noch hier nach, was wir brauchen. Und deswegen glaube ich, würde ich hier erstmal, also ich fülle ja regalweise dort nach erstmal. Wenn wir dann wirklich pro Produkt so ein Regal haben, dann macht es, glaube ich, Sinn, weil dann kann ich nach den Regalen gucken, was wir bestellen müssen. Habe ich ausdrücken können, was ich sagen wollte? Na dann spiel doch, Alicia. Ist doch ein schönes Spiel. Ist doch nett. Irgendwie die Befürchtung, dass er Salz nicht auffüllt. Naja. Obwohl, warte mal, das teste ich. Wenn er fertig ist, nimmt er dann Salz? Dankeschön, Missy, für den T2 Resub und die 62 Monate. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und hallo, Missy. Salzallergie? Ja, hoffentlich nicht. Warte, das Olivenöl. Da haben wir auch noch was. Mal gucken. Diesmal habe ich gewartet. Sehr gut. Danke für den T3 Resub und die 78 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Danke. Gibt ja kein Kilometergeld. Nee. Was ist das? Öl. Okay, er holt es. Danke euch. Ah. Ist heute wieder Resub-Tag. Oder braucht Zeit. Hm. Ja, ja. Also ich finde auch, ihr könntet ruhig öfter im Monat zappen. Dankeschön, Lörke, für den 2 Resub und die 42 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Heute ist Mod-Resub-Tag. Dankeschön für die 333 Bits. Dankeschön. Danke, Missy. Und, Halbtraum. Oh, Alicia auch 42 Monate. Dankeschön, Alicia. Danke. Heute 42. Heute 42er Tag. Salz. Hallo Minimal. Braun gebrannt. Ja, ich habe deine Urlaubsbilder in der Timeline gehabt. Alle Mods auf einmal. Ja, das haben sie sonst noch nie geschafft. Bin auch verwirrt, wie das plötzlich zustande kam. Tee. Soll ich dir mal doch helfen? Ist mein... Ich helfe dir mal doch ein bisschen, ha? Huh? Ich dachte, er holt jetzt auch Tee. Schade. Ich dachte, wir sind ein gutes Team. Oh, nee, das wollte ich nicht. Wasser wollte ich. Na, das Kaffee, das wollte ich auch nicht. Tee wollte ich. Ja. Geht schon. Dankeschön, Missy, fürs Abgift an Typewriter. Dankeschön. Und danke, Dirk, für die 100 Bits. Dankeschön. Dankeschön. Ah, die gleiche Person. Ja, ja, meine Mods sind einfach nur Klone. Team Tee. Okay, Basmati-Reis ist nichts mehr da, zufällig, oder? Ja, Basmati-Reis ist leer, das heißt, wir brauchen Basmati-Reis. Bushmati-Reis. Danke, Clem, für die 200 Bits. Hab schon gerissabt, deshalb Bits. Gerissabt? Das konnte sie nicht gut aussprechen. Da, also, bin ich nicht begeistert von, wie sie das gemacht hat. Ist ausbaufähig. Hallo fucking Static GTI. Süßü. Müsli. Süßü, Müsli. Olivenöl, Eier. Oh Gott. Olivenöl, Eier. Olivenöl, Eier. Müsli. Olivenöl. Eier. Ich mach mal so. Das ist das nächste, was wir bestellen. Hat der Salz immer noch nicht? Oh, jetzt kommt Salz. Ho. Ja, aber schaut gut aus. Und davon haben wir leider nichts mehr. Ja, jetzt mach mal auf, ne?
Ich mach selber. Wenn da die Zeit nicht pausiert wäre, ja, wäre schlimm. Du würdest einfach eine Woche, also eine Woche würdest du den Laden aufräumen, damit du einen Tag kassieren kannst. Grüßt. Grüß und dich auch hab. Danke für die 140 Minuten. Dankeschön. Es klang gleich. Es klang 1 zu 1 gleich. Ja. Komm her, hopp, schneller, schneller. Mann. Ja, eigentlich könnten wir da noch ein Regal hinstellen, oder? Obwohl, das ist halt schon sehr eng. Schwierig. Ich glaube, ich muss ausbauen. Der Platz reicht mir nicht. Leute, der Platz ist einfach zu gering. Ich meine, kauft ruhig ein. Alles raus, was keine Miete zahlt und so. Oh, apropos Miete. Naja, egal. Mehr Geld, mehr Erweiterung, mehr Regal. Mehr, mehr. Nein, ich will keine billigen Viewer. Ich will nur die teuren. Jetzt versteht das doch endlich mal. Danke. Das war keine 7. 7, 8, 5. Oh, vielleicht sollten wir irgendwann auch mal Follower-Mode reinmachen. Aber ich bin halt nicht so Fan davon, weil neue Leute dann und so. Aber es würde halt wirklich, wenn man Follower-Mode drin hätte, dann würde das genau das rausnehmen. Dann könnte sowas halt gar nicht mehr. Aber eigentlich, ach, keine Ahnung. Alles schwierig. Okay, danke Dominik, so kann man es auch versuchen. 4, 6. So. 3, 9. Du könntest doch das Waagerechte in Dings andere Rechte umwandeln. Ja, genau. Ja, genau. Reicht das schon? Ich sehe es nicht. Doch, das sieht gut aus. 3, 4, 9 oder so. Warte, hier, du bist jetzt dran. Gut. Immer noch so faul wie gestern. Ich weiß nicht, sag du es mir. Warte mal, es gibt doch auch kleine Regale. Wir könnten ein Einzelregal machen. Das müsste dann gehen. Es ist zwar auch eng, aber geht schon, oder? Salz zu teuer jetzt? Guck dich mal an. Gib lieber mal ein bisschen weniger für deinen Anzug aus. Dann kannst du dir auch das 3-Euro-Salz kaufen. Meine Güte. Das ist gutes Himalaya-Salz. Gott, was kommt denn jetzt? Mega-Miep, was? Was ist das denn? Warum sieht das aus wie ein Luftballon-Ding? So. Jetzt weg da. Okay. So. Und so. Mein Staubsauger in deinem Laden bewerben. Wie viel zahlst du? Also, klar, also wir bieten schon Kooperationen an, aber wir sind teuer, weil also wir sind ein richtig krasser Laden. Das wird nicht billig. Okay, der Frosch ist irgendwie lustig. So, hier. Beschmati. Sehr gut. Och, der ist so langsam. Sag mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist nicht so gut. In der Zeit, wo ich das Zeug ins Lager räume, hätte ich es auch einfach in die Regale räumen können, oder? Oh, Ameisenbeeren. Und dann machst du Kasse 1 auf. Jetzt. Da hat sich jemand beschwert. Ihr dürft zu mir. Aber nur Chat. Nur Chat darf an die Kasse. Das ist die VIP-Kasse.
Also du warst aber schon der erste Dosenravioli, richtig? Weil also das zweite war nur ein Produkt, also... Wäre schon lustig, oder? Wenn jeder sich so einen Charakter machen könnte, also so ein Customizen und dann einfach so einen Chatnamen drüber hätte. Wäre schon witzig. Dann müssen ja Kassen auf und 5 bis 6 Kassen sind leer. Aber anders kaufen gehen. Du musst halt die Leute auch bezahlen. Mit Mod geht das. Ja, aber ich mag keine Mods. Ich mag nur meine Mods. Es ist schon wieder alles gefühlt leer. Okay, wir kaufen Öl, Nudeln, Kaffee. Kassen sind voll. Jetzt stellt euch nicht so an. Reis. Reis, Erdnuss, Puderzucker, Reis, Erdnuss, Puderzucker, Reis, Erdnuss, Puderzucker, Reis, Erdnuss, Puderzucker, Reis, Erdnuss, Puderzucker. Fertig. Oh, dann nehme ich einfach 2 davon. Oh, ja, kommt her. Der wird ja niemals fertig so. Dankeschön. Aber nicht immer passend. 3-mal Salz war es nicht zu teuer. Wissen Sie, da hatte ich... Ich habe gerade gedacht, 93 zurück. Da hatte ich einen, der hat gesagt, das ist zu teuer. Hatte aber den Armani-Anzug an. Hm. Hey. Wer von euch war das mit dem einen Produkt? La la la, schubidubidu, wap wap, ich heiße Angela. Ach so. Danke. Vielen Dank. Wiedersehen. Reicht. Oh, Muni-Anzüge trinken auf meiner Maske. Ja, Keks, aber dafür brauchst du ja auch das Gegenstück im Spiel. Also. Zwei, vier, sechs, acht. Okay, er bedient sich auf jeden Fall an einem Päckchen. Das war das, was ich jetzt testen wollte. Ich helfe mal aus, ne? Hab ja nichts zu tun. Ist leer, ja. Erdnüsse. Erdnüffe. Ach, wie wir einfach Seite an Seite die Sachen einräumen. Ist das nicht wundervoll? Hugo, Horst. Hat einfach Doppelnamen. Kinder veranstalten, ja, Dixon Karren und Camp Richard haben sich über 2 Euro Reitgebühr beschwert. Ja, ja, es gibt ja ein, also, oh. Also, die wollen ja auch reich bleiben. Das habe ich mir sagen lassen, dass das ganz normal wäre, dass das die knausrigsten Leute sind. Möbel. Ich kaufe einen, das reicht. Wow, wie viel Geld wir haben. Ich nehme mal 2 Regale. Und dann gucke ich, was ich noch brauche. Öl war irgendwo da oben. Ich pack's jetzt einfach so rein. Oh. Oh, da hätte ich auch das andere nicht. Naja, gut. Naja, der wird schon wissen, was er tut, nicht wahr? Kaffee. Hm, 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 hm. Kaffee hier. Süßü. Dann so. Nudeln sind voll. Wartet. Nudeln hier hin.
Ich nehme einmal Öl mit und kümmere mich darum. Wie viele Regale haben wir dann? 5, richtig? Ich habe 2 rein. 5, wie mache ich das dann? Ob ich dann 4 auf jeden Fall... Obwohl, doch geht. Man hier dann einfach und dann nochmal 4, nochmal 4. Ja, mal gucken. Wie viele Produkte habe ich denn? 1, 2, okay, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 16, 18. 18 durch... wird ein bisschen knapp vielleicht. Mehr Erweiterung. Es ist wirklich schlimm. Oh. Mann, Horst, du bist auch so langsam. Ja, Tag beenden. Hilft ja nix. Hilft ja nix. Schwarzteeöl. Okay. Wow. Wow. Ja, ich bleib mal beim Marktpreis. Schwarztee. Ja, also der Tee ist schon ein guter Tee, ne? Also, da bleibe ich mal nicht beim Marktpreis. Wartet. Danke, Minimum für die 50 Bits. Keine Ahnung, warum sie nicht vorliest. Aber, also, das war bestimmt Schutz, weil du Unwahrheiten verbreitest. Frecherweise. Warte, Kaffee, Erdnuss. Kaffee, Erdnuss, Käse, Toastmehl. Kaffee, Erdnuss, Käse, Toastmehl. Okay, wir müssen zweimal stellen. Kaffee, Erdnuss, Toast, Käse, Mehl. Ja, ist egal. Ich kümmere mich erstmal so darum. Kaffee, Erdnuss. Toast war auch komplett leer. Kann man wirklich. Mann, warum kann man nur 10 Sachen bestellen? Das ist so nervig. Oh, oh Gott. Also, Missy, die Tür gibt es. Die Tür gibt es. Sie existiert. Hä, das ist ja, warte mal, das ist ja blöd, das passt ja, so, was ist das denn jetzt? Naja, gut. Meldung nicht vorgelesen. Einfach Minimals Meldung nicht vorgelesen, Lunali 1, oh nein. Tja, doch, oh doch. Danke für die 100 Bits, Lurker. Das war bestimmt wegen Falschinformationen. Bin ich mir sehr sicher. Okay, ich mach das jetzt da rein. Packe dies dort. Nein. Obwohl, eigentlich schon. Okay, warte. Das ist eine gute Idee. Das passt schon. Dann das weg. Mehl kommt hier hin. Ja. Wasser bleibt erstmal hier. Also Öl ist nicht so wichtig, weil das relativ gut viel Platz hat. Und da kommen Nudeln hin. Ja. Nudel kommt auch hier hin. Dann die weg natürlich. Reis. Reis. Nein. Ja. Gib mir Reis. Okay. Da haben wir auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen Platz. Ich meine sowas wie Salz und Öl, das mache ich am Ende. Weil da brauche ich, wie gesagt, nicht so viel Platz für. Die Frage ist, hätte ich es vielleicht lieber nicht so viereckig, sondern einfach so? Egal, das wird ja eh alles nochmal durchsortiert. Durchgeordnet, meine ich. Ein Toast. Wo tue ich den Toast hin? Also vielleicht würde ich hier das Wasser hin.
Vielleicht mache ich jetzt hier das letzte Regal wirklich so. Und hier unten Öl. Weil wie gesagt, da kann man ja so viel stapeln. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt 4 von. Weg. Ja, machen wir so. Erstmal. Mehl ist voll. Ab 100 vor. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass ich das so eingestellt habe, weil also das würde heißen, dass ich das nochmal unterteilt habe. Und ich glaube nicht, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe. Ab 50 wird angezeigt, deswegen eigentlich müsste auch ab 50 vorlesen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh ja, das ist eine gute Sache. So. Hallo Erdphönix. Okay, was kommt denn als neue Produktpalette, wenn wir jemals eine neue Lizenz erwerben wollten? Was natürlich blöd wäre. Orangensaft, Soda, Soda, Apfelsaft, Milch, 6er-Pack, Soda. 3-mal Soda. Das ist jetzt blöd, weil... Aber gut, dass wir noch... Das heißt auf Deutsch, es ist eigentlich nur Kühlschrank. Oh mein Gott. Ich kann mir die Miete nicht leisten, nein. Ich mach mal auf. Wir brauchen Geld. Sofa ist auch okay. Ich will ein Soda auf dem Sofa. Was sagst du? Kein Söder. Ich habe übrigens für die Wildvögel bei mir, also sowas wie Spatzen, Rotschwänzchen und so, habe ich extra Sommerfutter. Weil es heißt, irgendwie man sollte sie trotzdem unterstützen, weil es trotzdem schwer ist, für die Futter zu finden und auch eine Wasserstelle. Das Problem ist, da ist Obst drin. Ihr könnt euch vorstellen, was mit Obst passiert im Sommer. Ich habe vielleicht eine halbe Wespenplage über dem Zeug. Entschuldigung. Na also. Danke. 18, ja klar. Wiedersehen. Oh nein, die kaufen wieder den Laden leer. Oh nein. Oh nein. Wir vertragen keinen Obst da. Darum geht's nicht. Die sind zu schnell weg. Also es gibt auch Vögel, die das fressen. Ich glaube, es waren Elstern, aber die habe ich noch nicht erwischt. Weil die normalen Spatzen und so, die fressen nicht das Obst. Die picken das raus und schmeißen das vor allem auch raus. Das sind so freche Dinger, wirklich. Ich habe das in so einer Schüssel, also nicht Schüssel, sondern, also eigentlich habe ich so ein Vogelhäuschen, so ein überdachtes, das steht halt auf dem Tisch. Aber das ist mir zu nervig, weil da zu viel drin und dann Regen und blablabla und bei dem scheiß Wetter momentan, also keine Ahnung. Und deswegen habe ich so einen Deckel genommen, das halt so ein bisschen so, und habe da Zeug drauf gemacht. Und die, wirklich, die schmeißen das raus, was sie nicht wollen. Das sind so freche Viecher. Ich habe schon Angst, dass sie von den Wespen angegriffen werden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Wespen sind netter zu Vögeln als zu Menschen. Ja, tschüss. Ich glaube, du darfst jetzt wieder. Ich habe ein bisschen Geld verdient, danke. So, warte. Verwaltung. Miete. Gott sei Dank. Und dann gucke ich gleich mal wieder wegen Produkten. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Also, wir stopfen langsam auf. Okay, Mehl, Nudeln. Vielleicht sollte ich einfach wirklich mal so nur beide Sorten Mehl
und nur beide Sorten Nudeln kaufen. 5 kaufen und wieder auf 1. Okay, ich kann es auch so machen, sehr gut. Noodles 5 und Noodles 5. Achso, ich hätte auch gleich reintun können natürlich. Oh nein, das reicht genau nicht. Kassier mal ab, schneller, hopp, 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 hopp. Danke. Hey Herbert, du wirst besser. Oh mein Gott. Schön. Tani, du schmeißt auch einfach, also okay. Du räumst es auf, oder? Oh, na, 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 na. Tee, Kaffee. Okay, das mache ich jetzt aber anders. Ich mache jetzt 4 und dafür noch 2 davon, weil da habe ich ja nicht so viel Platz. Okay. Okay, klar, kommen Sie her, kommen Sie her. Chat, kommt auf. Kunststraßenschwert, das ist wichtig. Schicke Weste. Der ist auch neu, den haben wir auch, glaube ich, noch nicht gehabt. Wiedersehen. Gut, dass ich Tee bestelle. Sobald ich genug Geld dafür habe. Ich bleib mal kurz hier drin. Angestellt noch keinen Schreibtisch, um die Füße hochzulegen. Weil ich noch genug arbeiten muss. Ich kann noch nicht. Also mein Schreibtisch hat nicht meinen Stuhl. Klar, stell dich lieber da an, als zu mir zu kommen. Wir nehmen halt nur die schönen Damen. Nicht wahr? Oh mein Gott. Alter, was hast du denn? Ist es 100? 100, Leute, das ist meine erste 100er. Oh, schön, danke schön, Frau Einkauf. Frau. So. Ich gehe mal hier raus und mach mal Licht an schon mal. Und hier auch schon mal Licht. Ja, sieht besser aus. Und dann kann ich das gleich noch bestellen. Was haben wir denn noch? Puderzucker. 2-mal Puderzucker. Die Nudeln habe ich bestellt. Reis 4-mal. Reis, Milch, Puderzucker. Reis, Milch, Puderzucker. Reis, Milch, Puderzucker. Im Lunas Markt voller Vielfalt und Glanz, finde ich, was mich begeistern kann. Mit frischen Zutaten und kreativem Schwung wird jede Mahlzeit zum kulinarischen Sprung. Richtig. Danke für die 100 Bits. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke. Das war auch sehr gut, weil ich gerade mich konzentrieren musste, das reinzutun. Deswegen hast du gut für mich, also statt mir geredet. Das fand ich gut. Hopp, schneller. Oh, das ist aber ein schickes Outfit. Habe ich, glaube ich, gestern schon gesagt. Also am gestrigen Tag. Also nicht heute gestern. Also nicht unser gestern, sondern Spiel gestern. Nein, es gibt keinen Rabatt. Rabatt. Es gibt keinen Rabatt. Es gibt keine Rabatte. Als Chat zahlt ihr 50% extra. Fürs Team. Oh, ist schon geschlossen. Ja, komm. Ich setze mich hier mal rein. Okay, bestehst du mein Bestes? Sehr gut. Es ist so weird, dass die echt warten. Das wäre so eine KI-Sache, die ich vielleicht noch umändern würde. Dass nicht zählt, wer als erstes zur Kasse gehen will, sondern zählt, wer als erstes bei der Kasse ist. Aber hey. Okay, kommt eh keiner mehr. Ich glaube, er kann alle Hilfe gebrauchen, die er bekommen kann. Ich glaube, der wird sonst nie fertig. Aber was halt gut ist, wenn man das so spielen würde,
also jetzt ohne Stream oder so, dann könnte man in der Zeit gut irgendwie Essen machen oder so. Und wenn man zurück ist, ist alles eingeräumt, wisst ihr? Mit Luna 10 teile ich 10% weniger. Aber nur... Oh. Da war der Kaffee drin. Nur in der ersten Woche. Tee. Noodles. Noodles. Schon wieder Tee. Mir. Jetzt halt ein Video schauen. Ja, das kann man auch machen. So. Du dahin. Ist das Kaffee? Oh, Gott sei Dank. Dann erstmal Kaffee und Kaffee. Wobei. Habe ich schon Puderzucker geholt? Das sind Spaghetti. Naja. Gut. Mehl. Schon wieder. Danke, Entschuldigung, Sir. Ich glaube, von denen braucht man echt viele irgendwann. Ich glaube, von denen braucht man schon so ein paar. Noodles hierhin. Ich glaube, Puderzucker war noch nicht dran. Naja. Kaffee. Wobei ich halt gern da den Kaffee hin hätte, damit er näher beim Tee ist, weil das für mich mehr Sinn macht. Aber wir haben halt jetzt keinen Puderzucker. Aber ich glaube, der ist schon im Warenkorb. Da oben. Frank hat aber lange auf sie warten lassen. Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Hey, hey. Ich kann nicht wetten. Nein. Ich hänge hier dran. Oh, kann ich jetzt gehen? Oh, ich kann springen. Oh, ja, 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 nein. Ja, oh. Hä? Ich bin nach hinten. Hilfe, ich hänge. Oh, jetzt. Es geht jetzt. Alles gut. Mir geht's wieder gut. Ich bin gelandet. Entführung. Der wollte mir an meine Nudeln, glaube ich. Oh mein Gott, das ist halt alles fast leer. Ist das Salz? Ich glaube ja. Wir haben gar nichts. Ich beende den Tag, damit ich kaufen kann. Spaghetti, Reis. Der gute Spaghetti-Reis. Wer kennt ihn nicht? 7,50. So. Okay. Reis, Milch, Zucker. Ich würde dann einfach Käse, Eier, Salz. Hallo Silence. Also vielleicht auch kaufen. Wäre vielleicht ganz gut. Oh mein Gott. Es macht halt keinen Sinn, wenn ich es einräume, wenn ich genau weiß, dass da was fehlt. Thanks, Silence. Thanks. Was hast du jetzt nicht gesagt? Was? Okay, Freunde. Ihr sprecht komische Sprache. Ist das Reis? Ja, das ist Reis. Da nehme ich gleich Reis aus. Ja, genau, da sollte das hin. Warte. So. Was stehst? Eine Muich? Ach so, die habe ich auch noch nicht versucht reinzuräumen.
Sieht aber gut aus. Bernd, das Brot. That's very nice. Gut so. Und dann der Basmati. Wie viel Reis habe ich bestellt? Also Eier habe ich auch noch nicht aufgefüllt. Oh mein Gott, wir haben fast keine Eier mehr. So. Dann Käse. Käse. Achso, hatte ich ja voll aufgefüllt. Hallo Lisa. Käse. Dann, ich sag mal, also langsam wird's lächerlich mit dem Basmati. Ich finde die Regale zu hoch. Kann mir jemand eine Leiter reichen? Einmal auffüllen. Dann Eier, wo waren die? Da oben, ne? Ja. Dann würde ich einmal das Salz nehmen, um es, glaube ich, da wegzunehmen. Um da einfach dann eine Dreierreihe mit Eiern zu machen. Ich glaube, das reicht. Eier, Papaya. Dann nochmal Milch. So. Das war cool. Danke. Das ist aber lieb. Nur noch tiefer. Ja, so. Also die oberste Reihe ist schon anstrengend. Hallo? Das meine ich übrigens. So. Gut, jetzt haben wir das voll. Was fehlt uns denn noch? Ist schwierig alles eigentlich. Puderzucker wäre gut. Kaffee wäre gut. Wieso habe ich nur einen Toast? Apropos. Also, Puderzucker, Kaffee, Erdnusstoast. Puderzucker, Kaffee, Erdnusstoast. Puderzucker, Kaffee, Erdnuss und Toast. Ich würde vielleicht Salz und Toast wechseln, obwohl es macht keinen Sinn. Nein, es reicht nicht. Verdammt. Mehr Turm in der Soße. Und danke für den Follow, Lisa. Dankeschön. Oh. Ein Char so groß wie... Ich glaube, der ist gar nicht so klein, oder? Also... Ich glaube, wir sind eine ganz normale, ausgewachsene, männliche, erwachsene Person, würde ich schätzen. Hä? Hast du nichts zu tun? Wieso erinnert er mich an diesen typischen Hundeparkplatz? Dieses, wir müssen leider draußen bleiben, wir brauchen ein Schild. Okay, du nicht, ich. Hallo! Ich brauche noch ganz wenig Geld. Okay, ein bisschen mehr vielleicht, okay? So, ein, zwei Dollar wären noch mehr drin gewesen, oder? Mu? Hat er gerade Mu gesungen? Kassen irgendwo steht aber ganz krumm. Wenn du wüsstest, wie anstrengend diese Arbeit für ihn ist. Ganz schlimm. Der ist nicht gewöhnt zu arbeiten. Schönen Abend noch was, Mann. So, danke schön. 4, 7, 5. Hä? Ist das dein Zwilling? Dancing Mu? Nee, du nicht. So, hier, bitteschön. Jetzt habe ich, glaube ich, genug Geld. So. Ich bräuchte das Toastbrot. Nee, aber dann nehme ich es halt einfach mal mit. Toast. Toast. Da. Okay. Also, ich würde sagen, Salz hierhin und Toast dafür dorthin.
Und dann dafür auch da hoch. Genau, so. Rechnung bezahlt? Nö. Wieso sollte ich Rechnung bezahlen? Hab gelernt, das muss man nicht. So. So. Weil andere zahlen ja auch nicht. Also, deswegen. Wenn andere nicht zahlen, dann muss man auch keine Rechnung zahlen. Also. Hä? So. Erdnüffe. Und noch mehr Erdnüffe. Okay, wir brauchen Öl. Ganz wichtig, beides an Öl. Machen wir 4-4. Dann machen wir 5-5. Obwohl, 4-4 und 2 Wasser. 4-4. 4-4 und 2 Wasser. Joa. Kaufen. Ja, ich komme auch aus Deutschland. Konkurrenzladen auf. Hallo? Naja, Konkurrenz belebt das Geschäft, nicht wahr? Dachte ich mir doch, dass das erwünscht ist. Wow. Sie wissen schon, dass zu viel Öl auch nicht gesund ist, ne? Die trinkt, glaube ich, 3 Flaschen Öl am Tag. So. Wiedersehen. Dankeschön. Okay, 5-2. Das ist die Zwillingskasse. Nach 5 Jahren Ladenbesitz kann man ja auch mal eine Rechnung vergessen. Du hast recht. So. Die hat auf jeden Fall keine Verstopfung. Das flutscht wie eine 1, das stimmt. Hallo. Dankeschön. 795. So, reicht dann wieder. Dann kann ich auch die Rechnung bezahlen. Produkte. Gucken wir mal. Also. Ich könnte halt dauerhaft alles bestellen. Das ist der Wahnsinn, wie das weggeht. Käse, Eier. Warte mal, das ist auch für Käse. Käse, Eier. Oh mein Gott. Nudeln. Käse, Eier, Spaghetti. 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 Warten Sie kurz, mach kurz Licht an. Der weiß schon, dass das seine Aufgabe ist, das alles hier sauber zu halten. Möchte jemand zu mir kommen? Dieser Kassenstau. Danke, Wiedersehen. Käse. Ah ja, Spaghetti. Okay, ganz ehrlich. Das vergeudete Zeit. Da kann ich hier besser helfen. So. Dann die Spaghetti ins Lager. Mr. Lager, Lager. Eier. Oh mein Gott. Der kommt nicht hinterher. Wann kann ich den zweiten davon kaufen? Nee, für einen Kaugummi mache ich nicht die Kasse auf. Bin ich befeuert. So. Ach, da oben. Dann Öl. Ach, hat er gerade aufgefüllt. Gut. Danke. Habe ich überhaupt nach Preisen geguckt? Nee, ne? Die Kassen sind voll. Ja, Moment. Doch, habe ich, glaube ich, am Anfang gemacht. Ja. Hallo. Bei den Preisen. Das ist voll günstig alles. Guck dir das doch an. Das ist günstiger als in Deutschland.
Boah, ich hatte auch mal, also wie gesagt, ich habe ja zwischen Abi und Studium habe ich immer so ein Dreivierteljahr im Supermarkt gearbeitet. Ich hatte mal so einen, das war an Silvester. Es war eine Person, die gerade abkassiert wurde und die hatte auch nicht irgendwie das ganze Band vollgelegt, sondern so einen ganz normalen, also so war es ungefähr von der Menge her. So ein Einkauf und dann war einer mit einer Banane, seinen Feuerwerksböllern und hallo, zweite Kasse, kann mal jemand kommen? Und ich war so... So am liebsten hätte ich gesagt, nein. Weil also, das heißt immer offiziell Kassierer, aber du machst ja viel mehr. Also du machst ja nicht nur Kasse, so. Ein Kunde wartet an der Kasse. Nein, tut er nicht. Und dann, ich war halt irgendwie gerade da, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, aber der Chef war halt dabei und der meinte so, komm, mach einfach. Ist egal, mach einfach. Sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, guck mal, da ist gerade eine Person. Das dauert jetzt noch eine Minute. Du wirst die Minute aushalten. Oh mein Gott, Mr. X folgt mir. Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst. Sie haben einen wunderschönen Hut. Bitte tun Sie mir nichts. Noch mehr Öl. Na, passt doch perfekt. Vorne ist fallen, dass du zur Kasse Pause sein.